Punkt 29 gibt es einen federführenden Ausschussbericht und es gibt einen Änderungsantrag CDU-Fraktion. Machen wir im Rahmen Fraktionsrunde? Gut. Diese Fraktionsrunde beginnen die Freien Wähler. Herr Genschmer ist hier gemeldet. Er darf, aber er muss natürlich nicht. Gut. Dann Bündnis 90 Die Grünen, Herr Dr. Deppe. So, weiter geht's mit den umweltrelevanten Anträgen. Ja, sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Dieser Antrag, den wir hier heute interfraktionell stellen, soll ein kleiner Dresdner Beitrag zur Lösung eines großen, eines weltweiten Problems sein. Und wir möchten damit das tun, was viele andere Städte in Deutschland und anderswo schon längst getan haben. Aber erst noch mal zum Problem. 2017 wurden weltweit 350 Millionen Tonnen Kunststoffe produziert. In Deutschland wurden 175 Kilogramm Kunststoff pro Einwohner und Jahr produziert. Und 60 Kilogramm davon pro Einwohner und Jahr in Deutschland landen dann wieder im Müll, sind also Abfall. In Dresden haben wir es mit 16.500 Tonnen Verpackungsmüll pro Jahr zu tun. Und da denkt man nun, wenn man so seinen Verpackungsmüll dort in die gelbe Tonne tut oder in den gelben Sack tut, naja, das wird ja jetzt dann in schönem Recycling zugeführt. Aber das mit dem Recycling ist ein großes Märchen. Nur 17% des Verpackungsmülls in Deutschland werden einem stofflichen Recycling zugeführt. Etwa 60% werden verbrannt und 14% werden in Entwicklungsländer wie zum Beispiel Malaysia exportiert und landen von dort dann eben häufig im Meer. Und auch auf deutschen Flüssen können wir eben auch einiges besichtigen, was dort an Plastik rumschwirrt und rumschwimmt. Insgesamt nimmt man an, dass es 5,3 Billionen Kunststoffteile gibt, die im Meer herumschwimmen. Sie gelangen in Nahrungsketten, sie töten Fische, sie töten Vögel, sie töten Meeressäuger. Eine Plastiktüte braucht 10 bis 20 Jahre zur Zersetzung. Plastikflaschen und Einwegwindeln 450 Jahre. All das können Sie beim Umweltbundesamt nachlesen oder auch im Spiegel Nummer 4 2019. Unser Antrag umreißt, was eine Stadt wie Dresden dagegen tun kann. Nämlich Plastiktüten von ihren Märkten verbannen und Plastikgeschirr und Besteck von ihren Festen. Wir wollen dem mit dem Antrag Geltung verschaffen, was ohnehin schon in der Abfallsatzung unserer Stadt steht, von der Verwaltung aber nicht durchgesetzt wird und auch nicht kontrolliert wird. Und wir wollen dem Geltung verschaffen, was ab etwa 2021 ohnehin EU-Recht werden wird. Was wir hier wollen, ist in vielen Städten bereits seit langem gültiges Recht und gute Praxis. In München wurde vor 30 Jahren, das, was wir hier wollen, einmütig beschlossen, mit den Stimmen aller großen Stadtratsfraktionen, inklusive der CSU-Fraktion. Und nach 2 Jahren war das komplett umgesetzt und niemand hat mehr gemeckert. Und auf dem Oktoberfest sind die Abfallmengen um 80% zurückgegangen. Aber wir können das auch in unserer Nachbarschaft besichtigen. Gehen Sie zum Beispiel zum großen Hainer Weihnachtsmarkt, da werden Sie wiederfinden können, wie man eben auch ohne Plastikgeschirr und Plastikbestecke klarkommt. Wir haben eine Anhörung im Umweltausschuss gehabt und auf dieser Anhörung wurde uns auch gezeigt, wie das gehen kann. Pfand- und Umlaufsysteme auf großen Festen, Mehrweggeschirr oder Bestecke, Teller und Halm aus Holz, aus Bambus oder Maisstärke. Und was auch ein Weg ist, ist Ess- oder kompostierbares Geschirr. Es gibt also diese Alternativen und alles ist möglich. Es gibt auch Wege, wie man das Ganze auf kleinen Festen umsetzen kann. Da gibt es zum Beispiel in München das sogenannte Geschirrmobil, das man mieten kann für relativ wenig Geld und mit denen dann eben auch kleine Feste so bedient werden können. Sicherlich sind für das, was jetzt dann an Umstellung erforderlich ist, Anfangsinvestitionen erforderlich, aber dann läuft das Ganze.
Wir sind uns schon darüber im Klaren, dass in Dresden und bei den Dresdner Festen die größten Veränderungen auf die Bunte Republik Neustadt zukommen werden. Aber warum auch nicht? Die Besucher dort, denke ich, sind besonders umweltbewusst und sie werden das sehr zu schätzen wissen, wenn es dort entsprechende eingreifende Änderungen gibt. Die CDU-Fraktion möchte das nun nochmal durch ihren Ergänzungsantrag betonen. Also wir halten das eigentlich für überflüssig, weil diese Regelungen eben stadtweit, also auch für die Bunte Republik Neustadt gelten. Aber wenn Sie es denn nochmal gerne betont haben möchten, okay, dann machen wir das so. Es ist wie so häufig hier, es müssen Prioritäten gesetzt werden und diese Prioritäten sollten wir jetzt hier setzen im Sinne unserer Umwelt und deshalb bitte ich Sie um Zustimmung zu unserem Antrag. Vielen Dank für die CDU-Fraktion, Herr Böhm. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Dr. Deppe hat ja nun dankenswerterweise schon unseren Ergänzungsantrag schon eingebracht. Aber nichtsdestotrotz, ein Thema, was uns in den Ausschüssen über Monate beschäftigt hat, welches sogar zu einer Anhörung von verschiedenen Veranstaltungsorganisatoren geführt hat. Müllvermeidung und Ressourcenschonung ist auch uns ein wichtiges Anliegen, jedoch erweckt dieser Antrag zunächst den Eindruck, als bestände akuter Handlungsbedarf und es wäre bislang nichts geregelt. Der zunächst beantragte generelle Verzicht auf Einweggeschirr führte in der ersten Runde im alten Stadtrat zu einer Vielzahl an Ablehnungen. Der Antrag wurde dann im Kulturausschuss auf kompostierbares Einweggeschirr erweitert. Der Umweltausschuss hat sich dann nochmal sehr intensiv des Themas angenommen. Aus Anhörung und Befassung ergaben sich dann einige ganz erstaunliche Erkenntnisse. Erstens, unsere größeren Märkte und Feste sind bereits jetzt schon überwiegend plastikfrei und setzen so weit als möglich Mehrweggeschirr und kompostierbares Einweggeschirr ein. Zweitens, die Forderung nach alleinigem Mehrweggeschirr stößt im Hinblick auf Teller, Schüsseln und Besteck bei vielen Märkten und Festen an logistische Grenzen, ist daher nicht umsetzbar. Drittens, was in der vorliegenden Beschlussfassung unter Punkt 1 des Antrags gefordert wird, ist bereits, wie Dr. Deppe selber zugab, seit langem unter § 4 Gegenstand der Dresdner Abfallwirtschaftssatzung. Viertens, und jetzt kommen wir zum Thema BAN, und da bin ich nicht so der Meinung wie Sie, Herr Dr. Deppe, dass da alle sehr umweltbewusst sind, sonst hätten wir die Probleme bei der BAN mit dem Abfall nicht. Die Großveranstaltung mit dem meisten Aufkommen an Plastik-Einweggeschirr und ohne ein übergreifendes Mehrwegkonzept ist nach den Anhörungen die Bunte Republik Neustadt. An 2,5 Tagen gab es in den letzten Jahren bei 150.000 Besuchern rund 56 Tonnen Müll. Im Vergleich dazu gab es beim Weihnachtsmarkt Prager Straße in 4 Wochen und bei mehr als 1 Million Besucher gerade mal 18 Tonnen Müll. Und beim Stadtfest mit mehr als 500.000 Besuchern gab es lediglich 62 Tonnen Müll. Daraus folgt, dass der Antrag in der jetzigen Form eigentlich, ich hatte sinnfrei geschrieben, ich würde jetzt sagen wirkungslos ist, weil die geforderten Regelungen bereits seit langem geregelt sind. Wir haben ein Vollzugs- und Anwendungsproblem der Regelungen der Verwaltung. Ich finde es im Nachhinein auch mehr als befremdlich, dass wir uns wochenlang mit allen städtischen und konzessionsvergebenen Märkten und Festen beschäftigt haben, bei denen sich die Verantwortlichen schon aus Kostengründen größte Mühe beim Thema Müllvermeidung geben und eigentlich kein weiterer Regelungsbedarf besteht. Und der größte Müllverursacher entsprechende Regelung, nämlich die BAN, von den Einreichern außer Acht gelassen wurde. Es kann nicht sein, dass bei der BAN aus Gründen fehlender Verantwortlichkeiten Abfallvermeidung und Satzungsinhalte keine oder unzureichende Anwendung finden. Hier muss sich dringend etwas ändern, gleiches Recht muss für alle gelten. Damit im Ergebnis der intensiven und langen Debatte zu diesem Antrag überhaupt ein Mehrwert zu den bereits bisher geltenden Regelungen vorliegt, beantragen wir im Hinblick auf die BAN, bei welcher ganz offenkundig erheblicher Regelungsbedarf besteht, die Ergänzung im Antrag, dass zeitnah ein Konzept vorzulegen ist, wie die Grundsätze der geforderten Abfallvermeidung auch auf die BAN übertragen werden können. Danke. AfD-Fraktion? Herr Braun, bitte. Ja, sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, sehr geehrte Stadträte,
Der Antrag von Linke, SPD und Grünen spiegelt das verzerrte Umweltverständnis der letzten Jahre wider. Anstatt wirkliche Alternativen anzubieten oder Lösungsansätze zu bringen, wird hier durch eine Plastikphobie vor allem mit der Gesundheit der Bürger gespielt und eine Verteuerung betrieben. Ein Großteil der Betreiber benutzt beispielsweise seit Jahren für Heißgetränke wie Glühwein, Keramik oder Edelstahlgeschirr. Eine komplette Umstellung ist aber für viele Betreiber schlichtweg unmöglich, denn dieses nimmt zum einen sehr viel Platz weg. Des Weiteren bedarf es eines Extrabereichs zur Reinigung des Geschirrs, was während der Stoßzeiten auf den Märkten kaum umsetzbar ist und ebenso zusätzliches Personal benötigt. Geschirr aus Bambus, Laub, Palmenblätter und Birken oder Hartholz stellt ebenso keine ökologischen Alternativen dar, sondern ist in vielen Fällen sogar gesundheitsschädlich. Das Magazin Ökotest hatte im Jahr 2018 diesbezüglich bei Geschirr aus gepresstem Laub neben Schimmelpilzen ebenso Insektizide festgestellt. Die Landesuntersuchungsanstalt Sachsen, die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen und die Stiftung Warentest warnen dabei vor Bambusgeschirr, da in vielen Geschirrstücken beispielsweise Melaninformaldehyd festgestellt wurde, welche bei Kontakt mit heißen Speisen oder Getränken freigesetzt werden und nierenschädigend sowie krebserregend sind. Eine gleiche Bilanz zeigt sich dabei auch bei Papiertüten, denn diese sind Einwegtüten, die sich oft auch nicht mehrfach verwenden lassen. Für die Produktion werden somit wertvolle Holzrohstoffe für ein Einwegprodukt genutzt. Einwegtüten aus Papier schneiden laut Umweltexperten zufolge in Ökobilanzen nicht besser ab als konventionelle Mehrwegtüten aus Kunststoff. Im Gegenteil, sie brauchen für die Papiertüte sehr lange, sehr reißfeste Zellstofffasern. Zu deren Herstellung ist sehr viel Wasser und Energie nötig. Es müssen viele Chemikalien eingesetzt werden. Um dieselbe Reißfestigkeit wie eine Plastiktüte zu haben, ist für eine Papiertüte doppelt so viel Material nötig. Laut Deutscher Umwelthilfe schneidet die Papiertüte bezüglich des Ressourcenverbrauchs schlechter ab als die Einweg-Kunststofftüte. Obwohl die meisten Papiertüten eine bräunliche Farbe haben, bestehen sie laut dem Naturschutzbund Deutschland, in Klammern NABU, übrigens nicht aus Recyclingmaterial. Der Stoffbeutel braucht bei der Produktion am meisten Ressourcen, hat die höchsten Umweltbelastungen. Das sind die Beutel, die beim Bäcker gerne mal vorgehalten werden. Können Sie da mal was reinmachen? Wer weiß, wo die vorher gelegen haben, vielleicht unter Benzinkanister im Auto, das weiß am Ende keiner. Denn beim Baumwollanbau ist sehr viel Wasser notwendig. Erst werden Pestizide eingesetzt und inzwischen sollen auch über 70% gentechnisch veränderte Baumwolle auf dem Markt sein. Ist der Stoffbeutel nicht aus recycelter Baumwolle und stammen die Rohstoffe wiederum nicht aus biologisch kontrolliertem Anbau, muss ein Stoff- bzw. Jutebeutel bis zu 100-mal so häufig genutzt werden wie eine Kunststofftüte, um die schlechtere Ökobilanz auszugleichen. Das übrigens auch vom NABU. Dies alles führt dann zu versauerten Böden, die austrocknen, was wiederum zur Erosion der Böden führt. Die Biodiversität ist dadurch auch ebenso gefährdet wie durch eine planlose Anlegung von Monokulturen, von Zuckerrohren, Bambus, welche unter Einsatz von Pestiziden angebaut werden, enorme Flächen verschlingen und bis zur Verarbeitung in Deutschland meist auch noch weite Transportwege zurücklegen müssen. Wie die vermeintliche Rettung der Umwelt durch noch stärkere Zerstörung der Umwelt sowie Gesundheitsgefährdung erwirkt werden soll, ist uns schleierhaft. Denn wenn dies auch noch zu einer weiteren Bevormundung der Bürger führt und mit einer größeren finanziellen Belastung für die Händler und entsprechende Preissteigerung für die Bürger kombiniert wird, ist unsere Position klar. Wir lehnen diesen Antrag ab. Dankeschön. Für die Fraktion Die Linke, Frau Dr. Geitsch. Ja. Noch einmal sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträtinnen und Stadträte. Was wir gerade gehört haben, ich glaube, das können wir auch ganz schnell wieder vergessen. Ich möchte mich auch damit jetzt nie auseinandersetzen, Mikro noch nie an. Ja. Wer Umweltverschmutzung und Ähnliches insgesamt nie akzeptiert, nie anerkennt, wer Klimaverschiebung nicht anerkennt, von dem kann man hier im Rat eigentlich auch nicht anderes erwarten.
dann ist das ja für Sie auch kein Argument, wenn wir sagen, wir können in Dresden das Klima nicht retten, aber wir können das maximal Mögliche tun. Und dazu soll unser Antrag, der Herr Dr. Depper hat das schon formuliert, einen kleinen, aber wirksamen Beitrag leisten. Denn wir wollen zum Schluss erreichen, dass Müll eben gar nicht erst produziert wird. Und da macht zum Beispiel ein Dresdner Weihnachtsmarkt, vielleicht haben Sie es gelesen, auf der Webseite Werbung in der Form: Auf diesem Weihnachtsmarkt ist die Welt noch heil. Es gibt keine Dauerbeschallung aus Lautsprechern, kaum elektrisches Licht und kein Plastik. Dafür täglich gute Live-Musik und zahlreiche mittelalterliche Attraktionen. Und es funktioniert. Es gibt wenige Mülltonnen, die mit dem wenigen Restmüll einfach befüllt werden, nie überquellen. Der Markt ist gemütlich. Es gibt ein Pfandsystem. Es gibt essbare Unterlagen für verzehrbaren Imbiss. Es funktioniert. Ja, Sie haben es wohl noch nicht gegessen. Gefülltes Brot, belegtes Brot, das kann ich auf die Hand nehmen, kann man alles machen. Ne? Ja, schmeckt auch gut. Ich spreche nie von dem, ich spreche wirklich von Brot, von gefülltem Brot. Und Brot werden Sie ja kennen, Herr Zastrow. So. Ich war kürzlich, weil ich beruflich unterwegs war, in Berlin auf dem Weihnachtsmarkt auf dem Alexanderplatz. Und dort hat mich begeistert, dass es kleinere Buden gibt, die eigene Spülmaschinen vorhalten. Eigene Spülmaschinen in den kleinen Buden. Die sind ungefähr so groß, so, ich sag's mal so. Super. Die Leute gehen dort einkaufen, lassen ihre mit dem Pfandsystem ausgegebenen Tassen und Teller wieder zurückgehen und es funktioniert. Das, was für mich ein ganz wichtiger Satz war bei der Anhörung, die wir hatten, und da waren alle Fraktionen vertreten, bei der Anhörung, die wir im Umweltausschuss hatten, war aus München, wo es funktioniert, Politik muss den Rahmen setzen. Politik muss Verantwortung übernehmen. Wo ein Wille ist, das kennen Sie auch, das Sprichwort, ist meistens auch ein Weg. Deshalb übernehmen wir gemeinsam politische Verantwortung und stimmen Sie unserem Antrag zu. Dem Ergänzungsantrag der CDU stimmen wir natürlich gern zu, weil nach unserer Meinung das völlig richtig ist, dass die BAN hier mit einbezogen gehört. Dankeschön. SPD-Fraktion verzichtet. FDP, Herr Zastrow. So, der Antrag der CDU kam mir natürlich sehr zu Pass, weil ich habe ein größeres Blühwiesenprojekt. Da muss ich doch zustimmen, wenn Sie mir das demnächst bezahlen wollen. Also ich brauchte bisher kein fremdes Geld, ich wollte das einfach so machen, weil ich es gut finde und sinnvoll. Aber wenn ich jetzt bezahlt kriege, dann warte ich noch ein paar Monate. So, das war jetzt, naja, Erlöser hat es erkannt. Plastik, ein wegweisender Antrag, eine Sternstunde der Grünen in diesem Stadtrat. Und das ist wieder mal einer jener Anträge, deswegen gab es auch eine Anhörung, die ja von der FDP beantragt worden ist. Und offensichtlich haben viele zugehört. Ich bedanke mich bei Herrn Böhm, auch Herr Wolf, bei den Ausführungen, weil ihr habt schon sehr viel zusammengefasst von dem, was dort eben auch rausgekommen, fachlich dargestellt worden ist. Dieser Antrag der Grünen hat mit den Realitäten nun mal so gar nichts zu tun. Ein völlig sinnloser Antrag. Und wenn Sie mal ganz ehrlich sind, gibt es genau zwei Stellen, wo es nicht funktioniert. Und das sind die zwei Stellen, für die Sie als Grüne in dieser Stadt Verantwortung tragen. Für die BRN, Neustadt, da sind Sie die Platzhirsche, dort funktioniert es nie. Und was funktioniert nie? Abfallwirtschaftssatzung, wo schon alles drinsteht. Wer ist dafür verantwortlich? Da sitzt Ihre Bürgermeisterin seit ganz vielen Jahren und sie kriegt es nie auf die Reihe. Das Einzige, was ich Ihrem Antrag abkaufen kann, Herr Dr. Deppe, ist, das ist ein Hilferuf, helft uns, weil wir als Grüne kriegen es nicht auf die Reihe. Nichts anderes, meine Damen und Herren, ist das. Wenn wir die Fakten nehmen, die Veit Böhm schon gesagt hat, bleibt ja gar nichts mehr übrig, bleibt überhaupt nichts mehr übrig. Die Regelungen sind schon längst da, ganz klar.
Tassen, all das wird schon aus in der Bündner Republik Neustadt überall gespült. Natürlich, ganz selbstverständlich, werden alle Veranstalter, alle haben es gesagt, ich selbst bin auch Veranstalter, deswegen weiß ich das, tun wir alles dafür, um weniger Müll zu produzieren und Müll zu vermeiden. Und selbst wenn es nur das Argument von Herrn Löser ist, nämlich, dass wir geizig sind, denn Müll ist teuer. Und ich kann Ihnen sagen, jeder Marktmeister in dieser Stadt, der auf diesen Weihnachtsmärkten rumrennt, rennt seinen Händlern mit der Fuchtel hinterher, wenn er nämlich in die für Mülltrennung bereitgestellten Container, die sehen Sie nie, die sind hinten in diesen Ecken eingezäunt, mal wieder es falsch reinwirft, weil das kostet richtig viel Geld. Wir machen all das längst. Und ich sage Ihnen noch was. Natürlich gibt es eine Veränderung. Und natürlich fragen die Bürger auch nach. Natürlich ist das so. Und du wärst wirklich mit dem Klammersack gepudert, wenn du heute noch auf deinen Märkten einfach so Plastik anbietest. Das macht keiner mehr. Das, was Sie oft für Plastik halten, Herr Dr. Deppe, sieht zwar so aus, ist es aber nie. Weil nahezu alle Märkte, auch in dieser Stadt, neben dem Mehrwegsystem für Tassen, bereits ihr Geschirr auf nachwachsende Rohstoffe umgestellt haben. Deswegen bin ich froh, dass meine Anregung im Umweltausschuss dann wenigstens noch durchgekommen war, nämlich das zu akzeptieren, dass kompostierbares Geschirr mitgenommen wird, meine Damen und Herren. Das ist die Realität. Überhaupt nichts anderes. Alle trennen schon, alle machen das schon. Ihr Antrag führt zu nichts. Er hat aber eine Chance. Er hat natürlich die Möglichkeiten, das ist auch die Gefahr, weshalb ich Sie bitte, es einfach abzulehnen und auch nicht zu verbessern, liebe Kollegen von der CDU, sondern einfach abzulehnen. Solche Anträge, solche Initiative führen immer zu mehr Gängelei, zu mehr Bürokratie, zu noch mehr Schwierigkeiten für diejenigen, die jetzt alle auf den Märkten stehen. Sie gehen da alle gerne hin. Glauben Sie, dass das so leicht ist? Glauben Sie, dass Sie sich alle eine goldene Nase verdienen? Nein, das ist schon lange nicht mehr so. Wir müssen froh sein, dass es in diesem Land noch ein paar Leute gibt, die als Händler, als Imbissgastronom bereit sind, dorthin zu stellen, bei Wind und bei Wetter und diesen Job zu machen. Und die haben das alle nicht leicht, meine Damen und Herren. Denen gehört unser Respekt, den müssen wir es leichter machen und nicht schwerer, meine Damen und Herren. Wenn die Stadt Dresden ihre Hausaufgaben selber machen würde, dann hätte sie das von Ihnen beschriebene Geschirrmobil, eins reicht da nicht, brauchen viel mehr, schon längst angeschafft. Wir haben auch im Umweltausschuss, auch im letzten, immer noch nicht gesagt gekriegt, für welche Kapazitäten das reicht, wie viel es kostet, wie wir es denn am Ende auch ins Haushalt einstellen. Wenn die Stadt Dresden es ernst nehmen würde, dann würde sie vielleicht auch uns als Veranstalter es an, ich sag mal, eigentlich folgerichtiger Stelle leichter machen. Sie kennen das Festgelände Nummer 1 der Stadt Dresden, das ist das Ostergehege. Da finden große Veranstaltungen statt. Selbst dieses Gelände ist medientechnisch nicht erschlossen. Da können Sie keinen Großspüler hinstellen, der direkt in die Kanalisation einleitet. Das haben Sie gar nicht gemacht. Das ist dafür überhaupt nicht ertüchtigt. Sie fordern von den Veranstaltern Dinge, die selbst die Stadt nie erfüllt. Auch beim Umbau des Striezelmarktes ist es übrigens nicht vorgesehen, dass es dort verbessert wird. Von Neumarkt, Hauptstraße, Neustädtermarkt überhaupt nicht zu sprechen. Wenn Sie sowas fordern, dann müsste doch die Stadt selbst mit gutem Beispiel vorangehen. Und was der Striezelmarkt von Ihren Ideen hält, nun, das haben wir in unseren Anhörungen ja gehört. Sie haben gehört, was der Striezelmarkt dazu gesagt hat, was das für die Händler bedeutet, für die Hüttenstruktur bedeutet, für die Logistik bedeutet, für den ganzen Ab- und Antransport bedeuten würde. Das ist alles nicht praktikabel. Ich bitte Sie von Herzen, diesen Antrag abzulehnen, und zwar in Gänze einfach abzulehnen. Ich weiß, dass von Ihnen sehr viele von einer Renaissance der Bestecktasche, wie ich es als Kindergartenkind hatte, träumen. Das ist für mich nicht der Gipfel der Kultur. Nein, das ist er nicht, Frau Filiusene. Nein, so möchte ich nicht durch dieses Land gehen. So nicht. Dankeschön. Vielen Dank. Nächster Redner ist Herr Lichti. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, auch zu diesem Tagesordnungspunkt wollte ich nicht reden, aber wenn der Herr Böhm hier meint, er müsse wieder die alten Klischees und die alten Vorurteile gegen die Neustadt bedienen, dann muss ich dem natürlich öffentlich widersprechen. Also wenn Sie hier den Eindruck erwecken, als ob die Neustadt mal wieder, wie es Ihrem Klischee hier auf der rechten Seite des Hauses entspricht, besonders dreckig ist und sich da auch dann besonders wohl dann in dem Dreck fühlt, dann sage ich Ihnen, das ist nicht der Fall. Und Sie haben sicher nicht mitbekommen, aber es gibt seit 2 oder 3 Jahren
eine doch sich immer weiter vertiefende Debatte in der Neustadt, wie wir endlich auch diesem Müllproblem, was in der Neustadt keiner leugnet, sondern alle, ziemlich viele, ziemlich angepisst sind, um es mal auf Deutsch auszudrücken, sind wir, ach ja, Herr Krüger, Sie beschäftigen sich hier mit Herrn Aschenbach in rechtsfriedlicher Art und Weise, da können Sie jetzt auch mal das ertragen, ne? Ja, ja. Okay, Sie sind vielleicht nicht... Also, zurück zum Thema. Herr Böhm, wenn Sie also meinen, Sie müssten jetzt hier die Neustadt in besonderer Weise angreifen, dann sage ich mal, dann rennen Sie offene Türen ein. Sie haben auch recht, wir haben uns auch gewundert in Neustadt, als wir uns das alles angeguckt haben, dass der § 4 Absatz 3 der Abfallwirtschaftssatzung, der eben davon spricht, dass eben kompostierbares und wiederverwendbares Geschirr zu verwenden ist, da hat der Kollege Zastrow ausnahmsweise mal recht gehabt in seiner Rede, da wundern wir uns auch, warum das nicht umgesetzt wird. So, und das ist eine richtige Sache und die müssen wir tun und ich verstehe diesen Antrag eben genau so, dass wir dort jetzt aus dem Stadtrat und aus der Zivilgesellschaft heraus Druck machen. Aber was ich wirklich hier zurückweisen muss, ist, dass Sie hier wieder versuchen, einzelne Stadtteile oder einzelne Gruppen der Gesellschaft gegen andere auszuspielen, nur weil es in Ihren politischen Kram passt. Und ich hoffe doch sehr, dass dieser Stadtrat bald demnächst einen Entwurf einer Satzung erreicht, wo wir das Gesamtproblem der BRN neu regeln wollen, auf neue Füße stellen wollen, aber nicht autoritativ, repressiv, wie es sonst immer geschieht, sondern eben von unten und eben unter Förderung der vielen Initiativen, die es dort zum Glück gibt. Vielen Dank. Nächster Redner ist Herr Hanig. Vielen Dank für das Rederecht, Herr Erster Bürgermeister, meine Damen Bürgermeisterinnen, werte Kolleginnen, liebe Kollegen. Es hat mich sehr getroffen, dass ich war ja nicht namentlich genannt, aber irgendjemand, das, ich hatte mich aber schon mal entschuldigt, dass ich die Damen nicht ernst genommen hätte. Das kann so nicht sein. Ich entschuldige mich nochmal und ich werde ab sofort darauf achten, die Kolleginnen als solche zu bezeichnen. Interessant ist natürlich eins, ich habe in dem Redebeitrag der SPD vorhin es in die Riege der erfahrenen Schlachthäuser geschafft. Ich wurde in einem Atemzug genannt mit Zastrow, mit Lichti, Herrje. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich stelle heute fest, das war zu Unrecht, ganz ehrlich. Ich kann mit Ihnen nicht mithalten. Die Kultur, wie Sie sich hier schon wieder betteln an der Sache vorbei, ist, finde ich erstaunlich. Machen Sie es wegen mir so, ich finde es komisch. Was ich zu bedenken geben wollte, was wir als Freie Wähler gerne zu bedenken geben wollen, ist schlichtweg auch wieder eine Sachanmerkung. Und da allerdings, Herr Zastrow, muss ich mich auf Sie beziehen. Ich war vertretend in dieser Anhörung drin, in der Expertenanhörung. Und wenn man ganz sachlich dort zugehört hat, hat man eigentlich festgestellt, dass der Antrag, so wie er hier gestellt ist, nicht nötig ist. Dresden ist relativ gut aufgestellt. Wir haben sehr, sehr geringe Restmüllmengen, auch verglichen mit anderen Städten bei diesen großen Festen. Und uns ist dort von den Veranstaltern erklärt worden, dass es eigentlich sehr, sehr gut funktioniert und dass wir auf Dresden stolz sein können. Ich finde es auch schön, mal auf uns stolz zu sein. Ich meine, ich weiß, jetzt ist schon Redaktionsschluss, das steht jetzt also wahrscheinlich nicht in der Zeitung, wir sollen beim Umweltschutz auf uns stolz sein, aber ich finde, wir können das ernsthaft. Wir können uns nicht vergleichen mit dem Oktoberfest, das haben wir in der Expertenrunde gehört. Veranstaltungen, die in sich geschlossen sind, wie der historische Weihnachtsmarkt auf dem Schlosshof, der hier zitiert worden ist, und das Oktoberfest, können ganz anders zum Beispiel mit Besteckreinigung umgehen. Es ist technisch sehr, sehr schwer möglich. Die Veranstalter waren vorsichtig in ihren Reden. Ich erinnere mich an die Rede vom Herrn Schröder, der das Stadtfest organisiert. Natürlich, die wollen sich mit keinem verscherzen. Die wollen mit den Bürgermeistern klarkommen, die müssen die großen Veranstaltungen machen. Aber wir haben schon deutlich gehört, wiederverwertbares Besteck auf dem Stadtfest, Sicherheitsrisiko. Alles spülen, was irgendwo da ist, ganz schwer möglich, weil niemand hat die Logistik überprüft. Wie soll ich das machen? Wo soll ich es hinfahren? Wie soll ich mit den großen LKWs auf die jetzt hochgesicherten Märkte drauffahren, um das Zeug abzuholen? Und wenn man ganz genau fragt, auch an die Kollegen von der Grünen-Fraktion, von denen ich unterstelle, dass sie wirklich mehr Ahnung von Umweltproblemen haben als ich, weil sie sich damit viel mehr beschäftigen, hat denn mal jemand ausgerechnet, wie die Gesamtbilanz ist, die CO2-Bilanz und so weiter, der Spülmittelverbrauch und so weiter, wenn ich tatsächlich jede einzelne Gabel durch die halbe Republik fahre an diese großen Zentralen Spülstellen. Und dann kommen Sie, Frau Geitsch, und sagen, man kann sich eine Spülmaschine unter den Tisch stellen, das ist ja noch nicht mehr erlaubt. Dass Sie das bewundern, erstaunt mich ein bisschen. Genau das ist eben nicht erlaubt, das ist verboten, aus gutem Grund, weil ich hygienische Standards nicht mehr durchsetzen kann, wenn jeder unter dem Tisch heimlich spült. Am liebsten mit kaltem Wasser, um Geld zu sparen. Also
Der Antrag an sich ist sicher lobenswert, er ist aber praktisch nicht umsetzbar. Das haben wir in der Expertenanhörung gehört. Und deswegen, und nicht, weil wir gegen Umweltschutz sind, sondern weil dieser Antrag so nicht funktionieren wird. Deswegen werden auch wir gegenstimmen. Ich will noch einen Satz sagen, und das der ist von meinem Kollegen Thorsten Nitsche, vielen Dank für den Hinweis, finde ich einen coolen Einwand. Wenn Sie auf Ihre Tische mal gucken, Sie hier alle, was Sie für Plastikbullen hier stehen haben, dann wissen Sie, wo das wahre Problem liegt. Das sind nicht die Löffel auf den Weihnachtsmärkten. Vielen Dank. So. Nächster Redner ist Herr Dr. Deppe. Ich hätte die Bitte, Herr Dr. Deppe, der Antrag, der ist ja eine Weile unterwegs gewesen. Er enthält deswegen ein Datum des 30.04.2019. Da sehe ich ein wenig Schwierigkeiten, dass wir das als Verwaltung schaffen, wenn Sie mir vielleicht im Rahmen des Redebeitrags für die redaktionelle Formulierung des Datums einen Vorschlag machen. Ja, Herr Zastow, da haben Sie mal wieder Gelegenheit gehabt, ein Riesenfeuerwerk gegen die Grünen abzufeuern. Ne? In einer Beziehung muss ich Ihnen ja recht geben. Dieser Antrag wäre wirklich überflüssig, wenn man in Dresden den Festsetzungen der Abfallsatzung dieser Stadt folgen würde. Nun machen Sie dafür aber bitte nicht unsere Umweltbürgermeisterin verantwortlich, sondern schauen Sie mal, in welchem Geschäftsbereich das Marktamt angesiedelt ist. Das ist eben nicht der Geschäftsbereich der Umweltbürgermeisterin. Lassen Sie mich mal ausreden, Herr Zastow. Das ist nicht der Geschäftsbereich der Umweltbürgermeisterin. Und Sie waren in der Anhörung dabei und Sie haben erlebt, wie die beiden Kolleginnen oder die Kollegin und der Kollege vom Marktamt dort rumgeeiert haben. Und die haben uns letztlich gesagt, ja, wir kennen zwar die Abfallsatzung, aber eigentlich ja, wissen wir auch nicht, warum wir da die Händler nicht darauf hinweisen, dass sie die einzuhalten haben. Und eigentlich glauben wir ja auch gar nicht, dass sie die einhalten können. Also wenn das Marktamt dieser Stadt sich in dieser Weise verhält, dann braucht es einen solchen Antrag, um eben dazu zu kommen, dass das nicht nur in der Abfallsatzung drinsteht, sondern dass das eben auch in der Marktsatzung und in der Sondernutzungssatzung drin steht, dass wir eben keine Plastiktüten haben wollen für Verpackungen und dass wir eben kein Plastikgeschirr auf den Festen und Märkten dieser Stadt haben wollen. Also so liegen die Dinge. Gut, und dann jetzt noch zu anderen Dingen, die Sie gesagt haben, Herr Zastow. Also Sie sagen auf der einen Seite, naja, also weitgehend wird das ja eigentlich schon alles umgesetzt und es wird doch eben auch hier in der Stadt von den entsprechenden Anbietern durchaus viel mit Mehrweggeschirr gearbeitet. Das ist für die Glühweinbecher richtig, ne? Aber es geht eben um die Teller und es geht eben auch um die Bestecke. Und da sagen Sie aber, auch das würde schon großenteils gemacht werden. Nun, ich bin neulich über den Stritzelmarkt gegangen, also da gab es sehr wohl Plastikgabeln und Plastikmesser, die dort im Einsatz waren, ne? Und eben Einwegteller. Aber auf der anderen Seite stellen Sie sich dann wieder hin, also sagen, eigentlich wird das schon gemacht, auf der anderen Seite sagen Sie dann aber, das ist mit viel zu großen Belastungen für die Leute verbunden. Ja, was denn nun? Ne? Also Sie widersprechen sich doch selber in Ihrer Argumentation. Ne? Und ich kann nur noch mal sagen, warum soll in Dresden nicht das möglich sein, was in vielen anderen deutschen Städten schon lange möglich ist? Und es geht in München nicht nur um das Oktoberfest, sondern es geht auch um alle möglichen anderen Feste und Märkte in München. Und da läuft das und niemand beanstandet das mehr. Und jetzt noch mal zu dem Geschirrmobil. Ich habe Ihnen wirklich genau gesagt, wo Sie das finden können. Ich habe Ihnen den Link gegeben und ich kann es allen nur noch mal sagen, Abfallwirtschaft München, da findet man eben dieses Geschirrmobil erläutert. Aber wenn Sie es halt jetzt noch mal wissen wollen, ist es so, dass dieses Geschirrmobil, dass dort eben mit dem Geschirrmobil dann 120 Gedecke angeliefert werden, eine Spülmaschine, natürlich braucht man einen Wasseranschluss dafür, natürlich braucht man einen Ablauf dafür,
aber den wird man eben bei den meisten Plätzen dann durchaus auch finden. Und das Ganze kostet eine Leihgebühr von 170 Euro pro Tag oder für zwei Tage oder sind es 215 Euro, für ein ganzes Wochenende 250 Euro. Und damit kann man wunderbar eben auch kleinere Feste und Märkte organisieren. Also, liebe Kolleginnen und Kollegen, es spricht nichts dagegen, dass wir jetzt diesem Antrag zustimmen und dass Sie damit dem Geltung verschaffen, was ökologisch notwendig ist und was eigentlich eben auch schon in unserer Abfallsatzung drinsteht. Vielen Dank. Herr Dr. Teppe, wegen des Datums? Naja, sagen wir mal 31.03.2020. Okay. Gut, die Rednerliste ist damit abgearbeitet und wir treten ins Abstimmungsverfahren ein. Ich rufe zunächst den Änderungsantrag der CDU-Fraktion zur Abstimmung. Diesem wurde mit 46 Ja-Stimmen bei 21 Nein-Stimmen und einer Enthaltung zugestimmt. Ich rufe dann den Bericht des federführenden Ausschusses unter Änderung des Datums auf den 31.03.2020 in der gerade durch den Änderungsantrag geänderten Fassung zur Abstimmung. Diesem wurde mit 47 Ja-Stimmen, 21 Nein-Stimmen ohne Enthaltung zugestimmt. Wir haben zwischenzeitlich 22 Uhr erreicht. Damit unterbrechen wir die Sitzung. Morgen geht es um 15 Uhr weiter. Wenn Sie es wollen, können Sie die Sitzungsunterlagen hier im Saal belassen. Der wird anschließend abgeschlossen. Das passt. Soweit einen guten Nachhauseweg, einen schönen Abend noch.